Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. In der letzten Folge haben wir Schlael erreicht und wie ihr schon sehen könnt, habe ich sogar am Ende der letzten Folge ein neues Outfit gekauft. Wir sehen somit nun mehr Schnieke aus und ja, Tricky ist sehr glücklich darüber. Das ist doch toll, oder? Wir werden heute eine Arena machen, die ist nämlich da oben, aber wir haben noch ein paar NPCs hinterlassen. Ja, wo ist sie denn nur hin? Ich suche mit meiner Großlinse alles nach der Linse ab, die mein Herzblatt hier irgendwo verloren haben muss. Bisher habe ich aber leider keinen Erfolg. Okay. Wo ist sie nur? Ich habe meine Linse verloren, aber ohne Linse kann ich schlecht suchen. Also, Brille verloren, aber ohne Brille können sie es gar nicht suchen. Basically. Puh! Skookaboo hat eine Zoom-Linse gegeben. Ah! Ah, ich dachte, ich muss schon mit diesem Itemfinder das alles suchen. Nö. Skookaboo, du hattest das die ganze Zeit. Da habe ich mich wohl zu sehr auf den Boden konzentriert. Hier, das möchte ich dir geben. Ja, was denn? Gibst du die Zoom-Linse deinem Pokémon zum Tragen, erhöht sich dessen Genauigkeit, wenn es erst nach dem Gegner zum Zug kommt. Achso, ja, achso, das behalte ich jetzt einfach. Skookaboo, das ist die ganze Zeit. Tut mir leid für die Umstände. Nimm das jetzt keine Wiedergutmachung. Jetzt, hä, von ihr kriege ich das? Okay, sehr komisch. Auf jeden Fall, ja, danke. Schlade wird nicht umsonst statt der Steine genannt. Hier gibt es sogar Meteoriten. Das hat zwar nichts damit zu tun, aber hier, ein paar technische Maschinen für dich. Ein paar? Die haben 63 erhalten. Setzt dein Pokémon Ränkeschmied ein, wird sein Spezialangriff stark erhöht, aber das nur am Rande. Viel Vergnügen noch in der Stadt der Steine. Okay. Patschi! Ach, sind wir ein wenig müde? Nein, nicht du. Ich meine deine Pokémon. Wenn du möchtest, kann ich einem deiner Pokémon eine Massage geben. Okay. Wer kann denn Entspannung gebrauchen von euch? Seid eigentlich alle hier, um eine Massage zu bekommen, ne? Ich geb's mal meinem Starter, weil... Dann mal los, entspann dich, mein Kleines. Schaut verträumt und zufrieden. Übrigens hat der Pokémon das hier auch beigetragen. Ein Eifersticker klickt an meinen Pokémon? Okay. Der Schallmann in Weideburg ist der Freund meiner großen Schwester. Wenn sie gemeinsam etwas unternehmen, haben sie immer ihre Pokémon dabei. Aha, sehr cool. Vielleicht entwickelt sich heute Magby, das wäre ziemlich nice. Was ist schon in der Schleide-Arena? Die ist echt interessant, kann ich sagen. Mich erinnert sie irgendwie an eine Turnhalle. Oh ja, das war die Arena. Es gibt viele Zauberkünstler, du weißt schon, Trickser und Illusionisten. Aber es könnte doch sein, dass etwa 5% davon wirklich übernatürliche Kräfte haben. Ich weiß nicht, ob du da nicht zu viel hineinredest und liest. Hey! Mein Pokémon von hinten. Er schiebt einfach weg. Hey Maike, kämpfst du dich weiter durch die verschiedenen Pokémon-Arenen? Du wirst echt von Mal zu Mal stärker. Oder kommt mir das nur so vor? Was ich hier mache? Oh, ich habe mir das Kaufhaus angesehen und... Ich meine, ich arbeite natürlich an meinem Pokédex, aber... Ja, wie dem auch sei, halt die Ohren steif. Man sieht sich später. Jo, ciao. Magby, alles okay? Tricky kugelt sich hoch erfreut. Okay, alles okay bei ihm. Pokémon-Arena von Schleide. Arenaleiterin Hilda. Das barfüßige Kampfgenie. Barfüßig? Okay. Was ich davon halten soll. Oh. Oh, ja, stimmt ja. Das ist ja nicht die Platin-Arena. Das ist ja die aus Diamant und Perl. Ich kann euch sagen, im Platin ging es hier rum. Es sah sehr ähnlich aus wie hier. Nur, dass man halt nicht diese Tore hatte zum Schieben. Sondern man hatte Boxsäcke, die man boxen musste. Und dann fliegen die von der einen Linie zur anderen. Und dann konnte man so weiterkommen. Hier muss man es aber mit so Schiebetüren machen. Und ja, wir werden sehen, wie das funktionieren wird. Wir sind das Karate-Quartett. Ich versetze dir einen Schlag im Namen der Tränen. Ha, ja, für die Tränen. Für die Tränen? Ha? Wer muss denn hier heulen? Der Einzige, der heulen muss, das bist wahrscheinlich du, nachdem ich dich zerstückelt habe. Ja, es ist eine Kampfarena, also wirklich eine richtige Gym, eine Arena. Ah, mein neues Outfit. Kann ich ja jetzt schön bewundern. Oh, stimmt, ich bin ein Psystrahl. Ja, dann ist Traumfugier perfekt für diese Arena. Ich habe das voll vergessen. Ja, gut, was heißt perfekt, wenn der ja jetzt... Ja...
mein Item ist jetzt weg. Das, ich weiß nicht, also Traumfugil könnte sehr gut in Arena sein, aber ich wollte vielleicht ein paar Items kaufen. Ich glaube, ich habe immer noch keine gekauft, oder? Nice, Level Up für Check rein. Egelsamen. Ja, ganz ehrlich, Egelsamen finde ich persönlich viel besser als Megasauger. Megasauger ist halt so, du greifst halt an und nimmst dir dadurch halt die Leben zurück. Aber bei Egelsamen ist es so, dass das Pokémon, was da gerade draußen ist beim Gegner, die ganze Zeit Leben abgezogen bekommt. Jede Runde und jede Runde. Also kannst du Rasierblatt und Egelsamen eigentlich kombinieren. Und deshalb Megasauger ist dann nicht so gut, wie ich finde. Das ist zumindest die Art und Weise, wie ich das immer mache. Vielleicht finden ja andere Leute Megasauger viel besser als Egelsamen. Ich weiß es nicht. Ich nicht wissen. Aber ich denke, das ist gute Entscheidung. Deshalb, ich habe gemacht. Und Bürde machen, damit du weg bist. Ciao. Wir holen uns heute einen dritten Orden. Das kann ich euch sagen, Leute. Und zwar hier in dieser Arena. Denn sie wird nicht so schwer, glaube ich. Ich bin total ausgebaut, Vogel. Dann ist doch was. Hä? Nanu? Checkerin entwickelt sich. What? Die Massage hat so gut getan. Jetzt hat er keine Büsche mehr, sondern einen ganzen Baum. Und ein paar Stacheln oder Schneeberge oder was auch immer das sein soll. Aber ja, Checkerin hat sich zu Shelterra entwickelt. Das ziemlich viel Terror macht. Oh, ja, wie bereits gesagt, es macht ganz viel Terror. Erdbeben willst du erlernen? Ganz ehrlich, mach Fluch weg. Ohne Witz. Ich meine, ja, kann ich verstehen, dass man Biss wegmachen könnte. Aber, Erdbeben? Außerdem haben wir jetzt einen neuen Typ bekommen. Wir waren ja vorher nur Typ Pflanze. Jetzt, mit dem Baum auf unserem Rücken, sind wir Typ Boden. Warum auch immer ganz genau? Ich schätze mal, weil wir einfach verwurzelt sind mit der Natur. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Fluch würde ich wegmachen für Erdbeben, weil Erdbeben ist einfach eine geile Attacke. Einfach richtig geile Attacke. Vor allem bei starken Pokémon wie ein Shelterra. Oh yeah! Okay, die Pokémon laufen hier nicht mit rum, ne? Ja, die Tränke gehen auf jeden Fall langsam aus. Aber komm, 10 Supertränke, das sollte noch in etwa reichen, oder? Wir sind das Karate-Quartett. Ich versetze dir einen Schlag im Namen der Liebe. Heia für die Liebe. Okay. Das Quartett sagt immer das Gleiche hier. Aber dann ist ja diese Arena voll langweilig. Ich verstehe es allgemein nicht. Warum hat man nicht die Platin-Arenen genommen? Die waren doch in jeder Hinsicht besser. Oder sehe ich das falsch? Findet ihr die in diesem Spiel besser, in Diamant und Perl? Ich weiß es ja nicht, aber ich war der Überzeugung, dass die meisten sagen würden, ja, Platin-Arenen sind viel besser. Er setzt Silberblick ein. Sehr gut, dass er seine Runde verschwendet und mich nicht angreift. Somit muss ich kein Heil-Item benutzen und das macht es mir einfacher. Pow! Jetzt hat es zwar, jetzt habe ich ja zwar einen Shelterra, aber immer noch kein entwickeltes Magpie. Wisst ihr, was ich meine? Also Magpie muss ich auch mal in diese Folge entwickeln. Wofür gehen wir überhaupt trainieren in der Gym? Also für die, die es nicht wissen, Arena, Pokémon Arenen heißen im Englischen Gym. Deshalb die Kampfarena. Ach, ich habe den Joke erklärt. Jetzt ist es nicht mehr lustig. Es tut mir leid. Aber wer weiß, wenn wir Glück haben, entwickelt sich sogar direkt nach diesem Kampf. Ich meine, es sind viele Muskelprotze hier. Ich meine, da kann Magpie doch schon bestimmt ganz viel gelernt haben. Keine Babys hier erlaubt, nur richtige Männer und Traumvögel. Ist ein Weib. Sie ist noch in Ordnung. Ich meine, sie ist stärker als alle anderen. Also, ist hier erlaubt. Pow! You are kapaut. Kleiner Fun Fact: So wie ich es gehört habe, oh nice, Level 30 für Tricky. Darf man sich sogar entscheiden, in welche Arena man geht? Ah, zermalmt! Oh. Nanu! Ja, Tricky entwickelt sich! Yay!
endlich! Es wurde aber auch Zeit, habe ich recht? Sei gegrüßt im Team, Magma! Kein Baby mehr. Was ein Team wir jetzt doch haben. Gut, Traunfreak hat es noch nicht entwickelt, aber wir haben jetzt ein Tricky. Und ein Tails. Und ein Tetra. Hat voll die krassen, breiten Beine bekommen. Und die kommen nicht lang. Nöp, das geht so nicht. Aber was wir machen können, ist den hier. Und den hier. Ja, okay, das war eher suboptimal. Ja, das war ziemlich suboptimal. Da sollte ich nochmal raus und reingehen. Ich meine, das resettet das. Aber Moment. Magma! Tricky schaut zu dir rüber und nickt dir zu. Cool. Wie sieht eigentlich Chelterra auf der World aus? Jetzt sehen wir hier Tricky. Hat eine ordentliche Größe. Und du hast auch eine ordentliche Größe. Perfekt. Also er ist nicht wirklich so groß, aber mit der Größe kann ich leben. Chelterra ist total ruhig und gelassen. Na dann, na dann. Also was ich vorhin gesagt habe, man kann... Ja, warte, Moment. Erstmal der noch leben. Wir sind das Karate-Quartett. Ich versetze dir einen Schlag im Namen der Hoffnung. Ha, ja, für die Hoffnung. Okay, wird das ja Sailor Moon? 5 verschiedene Sailor-Kriege? Okay. Entweder man macht diese Kampfarena oder die nächste Arena in der nächsten Stadt zuerst. Man kann sich entscheiden. Und das ist nur ein Diamant und Perl gewesen. Dass man sich da entscheiden konnte, welche man von beiden machen will. Sehr interessante Idee. Dass es so ein bisschen mehr offen ist, was man machen will. Aber ich mache es trotzdem nach der Reihe, weil es ist mir jetzt einfach einfacher. Einfach einfacher. Ja, genau. Level 30, wir sind alle 30er Bereich. Cool. Wir waren nicht gut genug. Viel hat allerdings nicht gefehlt. Ab mit mir zum Training. Hilda wird mich sicher wieder fertig machen. Oh, der Arme. Machen wir hier weiter? Geht gar nicht. Warte, können wir das verschieben? Oh! Ja, ich weiß halt nicht so. Was macht das denn? Aha! Einen Moment mal, dann... Ist das hier für den Fehler beheben? Okay. Und dann kann ich da ganz lang... Nee. Dann ist das hier immer noch so, oder kann ich das... Nee. Die Arena schon ewig nicht mehr gemacht. Oder habe ich sie überhaupt jemals gemacht? Also ich kenne die Arena. Aber ich weiß nicht, ob ich die jemals gemacht habe. Deshalb muss ich gerade ein bisschen nachdenken, was ich hier tue. Okay, das ist schon mal richtig. Jetzt ist aber... Ja, jetzt muss ich wieder den ganzen Weg zurücklatschen. Kann man nicht nach ganz links noch lang? Ja, kann man. Um das hier zu verschieben. Aber könnten wir nicht jetzt schon theoretisch zur Arenaleiterin? Nee. Ah, man muss alle verschieben. Okay. Moment. Das kann ich verschieben. Bong. Ja, die Arena ist nicht schlecht, aber... Ist vielleicht zu simpel, um ehrlich zu sein. Wir sind das Karate-Quartett. Ich versetze dir einen Schlag im Namen des Muts. Haja, für den Mut! Für den Mut. Ist das jetzt der letzte? Oder... Kam da noch einer? Ich glaube aber, ich habe nicht mehr als 4 gesehen. Ich hatte es wären 5. Dann waren es vielleicht doch nur 4. Okay. Mir auch egal. Euch mache ich trotzdem platt. Wie eine Flunder. Oh oh. Ach, er macht nur eine Grimasse. Ach komm, von der Grimasse lasse ich mich noch nicht runterkriegen. Ich bin immer noch schneller! Und du bist schneller tot. Was ist das noch? Ach, Macholo, ernsthaft? Alle hatten Maschok und du hast einen Macholo. Das ist schon ein bisschen traurig, oder? Was meinst du? Meinst du nicht, das war traurig? Also bei manchen Pokémon-Verteilungen, bei manchen Trainern, ich weiß nicht. Also Diamant und Perl, wie man hier sehen kann, hat das sehr
langweilige Trainer, die alle immer das Gleiche hatten. Das ist schon traurig. Nichtsdestotrotz werde ich trotzdem alle hier besiegen, ohne einen einzigen auch nur auszulassen. Der macht so krasse Karate-Moves, der Trainer, und das Mashok schießt einfach nur rum und take das Ganze. Oder, naja, ja, nicht so. Bam! Überlebt es nicht. Ah, zu stark! Ah. Das hält er nicht aus. Na, schade. Ich konnte den Sieg nicht verzwingen. Nö, das konntest du nicht. Bei Karate-Kämpfen setze ich immer auf pure Kraft. Bei Pokémon-Kämpfen funktioniert diese Taktik allerdings nicht so gut. Why not? Kann ich das hier verschieben? Ja, okay, das hier sollte ich verschieben wahrscheinlich, oder? Nee, warte. Das verschieben und dann das verschieben und dann komme ich durch. Okay. Habe mich ja ganz kurz gewundert. Hä, wieso komme ich da nicht durch? So komme ich dann... Ein Moment. Ich habe eine ganz, ganz winzig kleine, pipi kleine Kleinigkeit. Klein übersehen. Jetzt kann ich das rüberschieben. Und wir sind auch schon bei der Arena-Leiterin. Die barfüßige Meisterin. Ja, ja. So wird sie hier genannt von allen. Sag mir nicht. Jetzt muss ich wieder durch die Mitte gehen. Nein! Das, warte, kann ich nicht hier? Ja, okay. Okay. Ja, gut. Let's go. Also erstmal speichern, ne? Immer erstmal 10-mal speichern. Immer 10-mal speichern. Jetzt können wir anfangen. Hallo, schön dich kennenzulernen. Ich bin Arena-Leiterin Hilda. Ich weiß nicht genau, was Stärke ausmacht. Und ich habe auch keine Ahnung, wie ich es zur Arena-Leiterin geschafft habe. Aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben und die Rolle so gut ausfüllen, wie ich kann. Da kann kommen, wer will. Wie sie da bereit ist, mich herauszufordern. Hat er gerade 4 Pokémon? Oder hat die 3? Lass mal sehen, wie viele Pokémon hat sie. Ne, 3, okay. Na gut, das erste Pokémon kann... Oh. Oh, ja gut, die Arena-Leute werden schon schlauer. Trotzdem mache ich sehr viel Schaden. Was sogar fast schon reicht. Und nochmal und du bist schon weg. Bye bye, Mashok. Was sie wohl außer einem Mashok hat. Hat sie etwa die Weiterentwicklung? Nice. Und auch nice. Wissen's nicht. Ja, jetzt kommt das Mediti wieder rein. Ich glaube, sie wird gar nichts können gegen mich. Wenn sie einfach wegsweepen. Ciao. Es ist wirklich sehr, sehr gut, einen Geist-Pokémon zu haben. Und vor allem ein Can-Touch-Me-Pokémon, wie Traunfugil. Auch sehr vom Vorteil. Ein Lucario. Kampfstahl. Der Kampf ist noch nicht zu Ende. Erstmal kommt Fußstrahl. Kreideschrei. Oh nein. Ja, die Verteidigung sinkt stark. Das ist nicht gut. Aber die Verwirrung, die landet. Und wie sie landet. So. Ich würde sagen, Tricky, du darfst die Ehre erweisen, dieses Lucario in den Schlaf zu versenden. Magst du die Haare davon Magma so rumwedeln? Das ist cool. Feuerschlag! Bam! Nicht mal einen Trank konnten sie einsetzen. So schnell habe ich sie fertig gemacht. Das war's! Der Kampf ist vorbei! Level 33 sogar noch für Shelter halten. Tja, Hilda, hast nichts drauf. Ich muss die Niederlage akzeptieren. Du bist einfach zu kraft. Okay, du hast gewonnen. Ist schon eine Weile her, dass mir jemand in einem Pokémon-Kampf das Wasser reichen konnte. Das war sehr lehrreich. Jedenfalls hast du dir damit deinen Orden redlich verdient. Hier hast du ihn. Den dritten Orden?
Okay, offiziell ist das wohl der Dritthorn, der Berghorn von Hilda. Ich sollte wohl besser auch erklären, was dieser Orden bewirkt. Mit diesem offiziellen Orden der Pokémon-Liga kannst du über deinen Pocket-Chief vor Emmertag im Fliegen einsetzen. Oh, und die ist auch noch für dich. Die ist dicker von ihr. Und die TM60. TM60 erhält die Attacke Ableithieb. Sie fügt dem Ziel nicht nur Schaden zu, sondern raubt ihm auch KP. Ja, sehr coole Attacke, wie ich finde. Und das ging wirklich ziemlich schnell, wie ich finde. Ups. Habe ich eigentlich mit allen nochmal geredet am Ende? Ich weiß es gerade nicht. Ab mit mir zum Training. Achso. Ja, bei ihm habe ich es gemacht. Aber bei den anderen glaube ich nicht, oder? Bei der Karte kämpfen setze ich immer auf pure Kraft. Bei Pokémon kämpfen funktioniert diese Taktik allerdings nicht so gut. Na, ich glaube, ich habe sogar mit allen danach nochmal geredet. Ich vergesse das manchmal. Deine Pokémon sind stark, aber unsere Rinderin Hilda wird euch zusammenfalten wie ein Papierflieger. Daraus ist ja wohl nichts geworden, oder? Ach, mit dem habe ich auch noch nicht geredet. Oh. Nochmal? Hä? Hey, Maike, könntest du mir helfen? Ich habe aus Versehen meinen Pokédex fallen lassen und Team Galactic hat ihn sich geschnappt. Du wirst mir doch helfen, ihn wiederzuholen, oder? Ich bitte dich. Wir treffen vor der Lagerhalle. Ja, danke. Wo ist denn bitte die Lagerhalle? Ich habe die andere ja so geskippt. Wow, Maike, du hast die Rinder drin besiegt. Natürlich habe ich das vorher schon gewusst. Er hätte mir wahrscheinlich einen Tipp gegeben. Ja, Psycho-Geist, ganz okay, gut. Ja, sorry, jetzt habe ich die Tipps weggemacht, aber einfach keinen Feuer-Pokémon reinsenden, würde ich halt empfehlen. Das wäre vom Nachteil. Oder auch, ja gut, Flug-Pokémon sind auch ganz gut dagegen. Hier rein? Oder wo? Sollen wir hier hin oder meinst du da am Anfang? Moment, ich glaube, Lucius meint da ganz links am Anfang, oder? Lass uns mal lieber dort links hinten nachschauen. Nee, hier ging es nicht lang. Ich könnte zwar heilen, aber ich meine, meinen Pokémon geht's gut, oder? Einige ist ziemlich blendend. Hier? Ja, hier! Hey, Maike, könntest du mir helfen? Ja, das hast du mir doch bereits gesagt. Ein Dream Team, wenn wir zusammen kämpfen. Diese Schurken werden mit ihren fiesen Machenschaften nicht davonkommen. Dafür sorge ich. Okay. Na, wieder das gleiche. Pudox und Papinella aus dem Wald. Psystrahl auf dich und du bist down. Pow! Ich versuche mal alle so relativ gleich zu leveln. Vom Level her zu halten. Das ist zumindest das, was ich versuchen will, aber ob es klappt, weiß ich nicht. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich overleveled sein werde wegen dem XP-Share. Das ist ziemlich blöd. Ich weiß noch nicht, ab welchem Zeitpunkt ich overleveled werde, aber ich weiß nicht. Könnte, wenn ich Pech habe, schon bald passieren. So. Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Ich bin überhaupt nicht overleveled. Aber ich habe so ein bisschen halt das Gefühl. Ich weiß noch nicht. So, was ist dein zweites Pokémon? Oh, kannst du das sogar noch besiegen? Nee. Aber sogar ein Crit? Ha. Ah, die Bunkel-Vorahnung. Aha. Die Bunkel könnte böse werden, aber ich bin schneller zum Glück. Na gut. Dann nur noch der andere Trainer, der gerade sein Papinella rausstreckt, aber es wird sowieso jetzt down gehen. Yeah, Level Up. Lightteiler. Na. Addiert KP von Anwender und Ziel. Teilt sie gerecht auf. Das heißt, jeder kriegt so 50-50 KP. Also. Na, wie erkläre ich das? Oder? Nee. Addiert KP von Anwender und Ziel. Teilt sie gerecht auf. Das heißt, auf jeden Fall beide gleich viele KP haben. Aber ich weiß nicht ganz genau, wie es funktioniert. Ich lasse es mal. Ich habe das noch nie wirklich benutzt, deshalb. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich habe gerade
ganz gute Attacken, würde ich sagen, für Traunfugil. Ich meine, ja, Horrorblick ist eigentlich nur gut fürs Pokémon-Fangen. Aber genau deshalb könnten wir es mal behalten. Vor allem kann ich das gut gebrauchen, wenn ich dann nach der Story noch ganz viele Pokémon für die Pokédex fangen will. Ist dann Horrorblick für mich persönlich noch ziemlich nützlich. Mal schauen. Ja, danke fürs Heilen. So, was ist dein letztes Pokémon? Okay, Skunkapu. Sehr komische Auswahl. Ja, ich kann halt leider nichts dagegen machen, ne? Egal, das Ding sollte sowieso nicht so viel drauf haben. Pow. Aua, er hat Biss. Und zum Glück macht er nicht so viel Damage. Komm. Komm, Pipi, kill es. Nein, Pipi. Was soll das? Drauf da. Schnell. Wir können doch nicht so viel Zeit verschwenden, Pipi. Mein Gott. Von zwei Kindern besiegt? Oh, das darf nicht wahr sein. Hätte ich mich doch zurückgehalten und einfach nur das Lager im Auge behalten. Hast du aber nicht. Selber schuld. Ah, das steht doch zum Himmel. Unsere Pokémon sind die reinsten Blindgänger. Wir sollten uns im Hauptquartier neue besorgen. Ha, dein dämlicher Pokédex interessiert doch hier nie niemanden. Team Galaktik werden schon bald alle Pokémon der Welt gehören. Nein, das gesamte Universum wird uns gehören. Hier, nimm ihn. Da hast du deinen nutzlosen Pokédex. Päh. Der ganze richtige Kram, den wir hier in der Lagerhalle aufbewahrt hatten, wurde sowieso schon nach Weideburg geschafft. Also bleiben wir unserem Namen treu und machen einen rüpelhaften Abflug. Ihr werdet schon noch euer Fett abbekommen. Nach Weideburg? Was ist denn hier los? Warum laufen die Typen von Team Galactic durch die Straßen und benehmen sich, als würden alles ihnen gehören? Vielen Dank, Maike, ganz ehrlich. Wenn Professor Alba jemals herausfinden sollte, dass ich meinen Pokédex verloren hätte, ich mag gar nicht dran denken. Also, was hast du jetzt vor? Ich überlege, nach Weideburg zu gehen. In dem Großmoor dort leben nämlich viele verschiedene Arten von Pokémon. Ja, ich denke, da sollten wir auch lang. Aber jetzt können wir hier lang. Was ist denn hier? Aha. Okay. Fliegen. Jetzt können wir Fliegen einsetzen. Das heißt, wir können in jede Stadt hinfliegen. Hoffentlich nicht durch einen Bediza. Ich stelle mir das gerade so vor, weil alle Attacken bisher von Bediza ausgeführt werden. Aber jetzt können wir in jede Stadt hinfliegen, wo wir schon mal waren. Und du hältst mich ja ab, hier durchzugehen, weil ich einen Schlüssel brauche. Hey, 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 was haben wir denn hier? Du gehörst ja gar nicht mal zu Team Galactic. Und bist also noch ein Kind. Das, was wir mit der Energie vom Windkraftwerk erschaffen haben, ist bereits in Weideberg. Burg. Was? Ach, darum geht es gar nicht. Naja, vielleicht. Vielleicht geht's darum. Komm, Shelterer. Bist du langsam? Shelterer behält wachsam die Umgebung im Auge. Na dann. Dann sollten wir mal Pokémon kurz heilen und uns auf den Weg machen zu Weideburg. Wo ist denn das? Hier ist ja direkt eine Karte, können wir kurz nachschauen. Einfach hier nach unten, die Route. Könnte gut sein, ja. Könnte tatsächlich ganz gut sein. Lass mich hier durch. Nein, das war der PC. Oh Gott. Hier. Schlaede. Ist es hier? Nee, das war Elysees. Unten links ist Weideburg und unten rechts ist Sonneweg. Aha. Nach Weideburg wollen wir. Oh Gott, hier ist eine riesige Route, die auf uns wartet. Ein riesig langer Weg nach Weideburg, der dann wiederum zurückfährt, führt nach Herzhofen, wo wir dann nochmal gegen Lamina kämpfen können, wenn sie dann nach zwei weiteren Orden endlich mal Bock hat. Und ja, in der nächsten Stadt gibt es noch einen Orden. Deshalb meinte ich ja auch, man kann sich das tatsächlich aussuchen. So Leute, wenn euch der Fahrt gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. In der nächsten Folge werden wir uns diese Route anschauen. Willst du echt Route 214 entlang gehen?
Die ist doch total unwegsam und zu sehen gibt's auch nichts. Gut, da ist dieser Ruin-Maniac, den du mal einen Besuch abstatten könntest. Dieser Typ gräbt sich ganz alleine durch dickstes Felsgestein. Auf der Oberfläche? Interessant. Aber ja, hier geht's dann weiter. Route 214.